and they pull out a gun. You are not allowed to be here. Whoa! Die ganze Tüte voller Habaneros gekauft. Die Megan hat's wieder gemacht. Go down, go down, go down. Oh my God. Wait, 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 wait. Whoa. El miedo a perderte no me dejaba respirar. No podía aguantar que ya no estarías más. La primera mirada que yo vi fue la misma que me diste en aquel despedir. Bienvenidos a und herzlich willkommen zu unserer großen Mexiko-Serie El Schlappo. Seit 4 Wochen sind wir auf Tour durch Mexiko. Wir touren nicht nur zu dritt, sondern wir touren auch mit unseren Kollegen aus London, Team Feld, und unseren 2 Kollegen aus Wien, Ruthless TV. Dwayne konnte leider der Reise nicht mit antreten, weil er vorher leider wieder Probleme mit seiner Psyche gehabt hatte. Deswegen ist er in Essen geblieben, aber es wurde trotzdem sehr, sehr wild. Verdammt wild war es. Wir sind nämlich durch halb Mexiko getourt. Wir waren in Cancun, in Tulum, in Valladolid, aber auch in den Großstädten Guadalajara und Mexico City. Ihr wisst, wie das ist, wenn wir auf Tour sind. Es läuft nicht immer rund. Wir hatten sämtliche Krankheiten. Poisoning, Erkältungen, aber natürlich auch eine Menge Verletzungen, unter anderem eine ziemlich schwere Kopfverletzung. Also das war Novo. Obwohl wir dadurch ein bisschen gebremst wurden, haben wir trotzdem eine Menge erlebt. Hier kommt ein geiler Teaser für euch. Shit. Oh fuck. Ja, damit habt ihr schon gute Einblicke in die Serie bekommen und ich würde sagen, viel Spaß mit der ersten Folge. Vámonos! 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 Ab nach Cancun, Freunde! Da sind wir! Tag Nummer 1 in Mexiko. Wir sind gestern in Cancun gelandet, haben gestern ein bisschen gescoutet und die erste absolute Madness hier gespottet. Sie befindet sich hinter uns. Ja, und handelt sich um einen fetten Urban Cliff Jump, also hier in der Stadt quasi ins Wasser reinhechten. Aber es gibt ein paar Probleme. Also das Ganze findet hinter uns in diesem Hotel statt, beziehungsweise von dem Hotel. Da gibt es mehrere Balkone, von denen man runterspringen kann, in diesen Kanal hier rein. Das Ding ist, dass hier sehr viele Warnungen für Alligatoren sind und auch mit den Leuten, die mit denen wir gestern gesprochen haben, die meinten, hier gibt es viele Krokodile, vor denen man sich in Acht nehmen muss. Wir haben für das Ganze natürlich einen ganz raffinierten Plan ausgeklügelt und zwar gehen wir einfach in den Lobby rein zur Rezeption vorne und fragen, ob wir das Ganze dürfen. Wir waren gestern schon einmal kurz da und es hieß, wir müssen einmal auf einen Anruf abwarten, ob der Chef von oben das erlaubt. Da sind wir jetzt wieder heute und fragen nochmal nach. Und gestylt sind 2 von 3 schon. Ette, ja, Kameramann-Style, hier der absolute professionelle Athlet, glasklar. Und das Viech gestalten wir noch zum Manager um. Alter, bist du geschleckt jetzt. Ekelhaft. Get them all in. Yeah. Der erste Security-Typ ist schon wieder da, hat sich direkt neben uns gestellt mit seinem Moped, hat wieder das Walkie-Talkie gezückt hier und wir hatten das ganze Problem gestern nämlich schon, wir wurden hier ein bisschen von der Polizei abgefangen. Ja, und ich glaube, die Jungs, die haben uns immer noch auf dem Schirm. Völlig lächerlich. Nichts gemacht bislang, wirklich. Gucke dir an. Mikrofon in deiner Hand. Aber egal, die Sache, die Nummer wird jetzt legal durchgezogen hier. Genau. Rein da. Can we talk to him about the jump, please?
We have the camera crew ready. Which one do you want to do? The jump from the balcony. Er sagt nicht direkt nein. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Hier ist der Security. Ah, no? Maybe with the shower tower? We have a safety crew with us. So we know about the alligators in the water. Should we, can we show you the jump? Where is it? We can show you. From there into there, maybe a bit higher, with like a triple flip. Maybe it's 5 meters. We usually need 3 meters deep, so this is fine. And we also have our safety crew there. We'll go and check it first, so I can prepare for the jump and do it. Dann let me check in my direction. Okay, yeah. Let me check. Alright. Also jetzt haben wir ihm nochmal verklickert, dass er hier einen Triple Flip runter machen, das Safety Team da auf der Brücke steht und 5 Meter mehr als genug sind. So weit, wie wir bislang gekommen sind, ist halt schon geil genug eigentlich. Er ist absolut dagegen, also er findet es gar nicht geil, aber er wird jetzt einmal da abchecken, ob das vielleicht möglich ist. Manchmal muss man einfach höflich fragen. And the answer is no. So we can't talk to him. Sorry. Nice to meet you. Fazit von der ganzen Nummer ist wohl, dass sie dadurch eine ganze Menge Papierarbeit haben, das wohl irgendwie so beantragen müssen, mit der Polizei abklären müssen, was auch immer. Und die das einfach nicht wollen. Selbst wenn wir denen irgendwie Geld geben würden, das könnte die in irgendwelche Probleme bringen. Deswegen leider nicht erlaubt. So viel Gel in den Haaren, alles umsonst. War knapp dran, würde ich sagen. Wir sind gerade auf dem Weg zum anderen Spot und sind hier durch ein Einkaufszentrum gelaufen. Haben wir diesen Pfeiler gefunden und wollen jetzt probieren, mit allem Mann den gleichzeitig runter zu rutschen. Es ist ziemlich hoch, sehr scary, aber wir machen jetzt die Kameras fertig und gucken, ob wir da alle zusammen runterjagen können. Und die ersten, die wahrscheinlich Stress machen, stehen schon da vorne und rufen wahrscheinlich hier die Security vom Kaufhaus. Es geht weiter mit der Security, wie immer. Hier haben wir schon mal einen Crack ein bisschen von weiter oben. Mal gucken, ob das irgendwie überhaupt klar geht. Ah, okay. Ah, vielleicht immer so. Ja. Dann hast du keine Reibung. Sieht aber sehr scheiße aus. Ja, aber ich glaube, das geht. Ich habe mich so sicher gefühlt an dem Ding. Das ist, sobald man schnell wird, ist es riskant. Ja. Wir haben hier schon direkt der Security rumlaufen. Oder wir warten kurz einen Moment. Und da kommt auch schon einer. Also die Ösis, Fredo und Domi, das sind die Experten auf dem Gebiet. Alter. Also Fredo macht da einen Freifalltower raus. Okay, es geht hoch. Hier wird nicht lang geschnackt. Die Männer gehen nach oben und dann wird runtergesendet. Es slidet. Die Überlegung ist gerade, ob die Jungs sich von der Seite ranklammern oder von der Seite. Hier hast du natürlich das Problem, dass du wahrscheinlich mit dem Arsch da drankommst. An der Seite muss halt erstmal hinkommen. Er ist schon wieder am Telefon da vorne. Kein gutes Zeichen. Okay, Dominik geht als Erster. Dominik hat die größten Eier hier für das Ganze. Alter, ich will da nur noch runter, Leute. Ich sag's euch. So viele wie hier schon schauen, das ist nicht mehr lustig. Und direkt der nächste, Fredo. Alter, das sieht ja so einfach geil aus. Alter Lachs mit T-Shirt. Wild, das ging schnell. Die Security scheint es wohl überhaupt nicht zu bocken. Geil ist das. Alter, jetzt machen wir das zweite Mal alle zusammen und jetzt gibt es keinen Erbarmen mehr. Jetzt jagen wir uns da runter, als gäbe es kein Morgen. Ja, Mann. Ready? Ja. Yeah. Alter, geil! Sieht einfach nur geil aus! You did it perfectly! Yeah, they did it perfectly, so sick! Wirklich so nice! Was ein geiler, spontaner Einfall hier einfach! Benito! Lo siento! Nachdem alles durch ist hier, hat er uns gesagt, dürfen wir nicht. Erst haben sie zugeschaut und jetzt zum Schluss haben sie dann einfach nochmal der Förmlichkeit halber gesagt, dürft er nicht. Aber gut, wir haben alles im Kasten, für uns geht's jetzt weiter. Wir sind hier an einem ganz anderen Spot nochmal angekommen und hier haben wir ein paar Gaps gefunden, wo wir eventuell mal ein paar Sprünge rüber machen können. Wir gehen jetzt einfach mal hoch und gucken, was hier oben auf dem Dach befindet. Oh, I spoke to you on Instagram, didn't I? Yeah. Tien, hello. Yeah, we may ask for permission to jump into this one.
You can't climb up? No, that was looking for the owner. Oh. The owner sometimes let us to it. Right now he's not here. We get really angry if we climb up. The only ones we tried without permission, they kind of shoot us. Police is not like, we're not gonna make in trouble for this, but the owner will. Oh, okay. Yeah, if the owner called, we're fucked. Müssen wir wohl vorsichtig sein. So wie uns jeder gewarnt hat. Uns wurde gerade gesagt, dass es wohl okay ist, hier auf das Dach drauf zu gehen, nur nicht auf das andere, wo wir gerade drauf wollten. Deswegen gehen wir erstmal auf das Kleine hier. What the fuck? Oh, na, oh, oder sieht doch in Ordnung aus, das Ding. Alter Lachs, also die Dächer sehen hier wirklich top in Schuss aus. Da hätte auch der deutsche TÜV nichts zu bemängeln. Wir wärmen uns hier erstmal auf Akklimatisierung, checken, was abgeht, checken, was vielleicht nicht geht. Und ich glaube, mit dem Local haben wir hier ganz gute Eindrücke gekriegt. Weil sonst wären wir natürlich auf jedes einzelne Dach schon raufgegangen. Aber man muss scheinbar wirklich so vorsichtig sein, wie einem immer gesagt wird hier in Mexiko. Wir haben hier einen kleinen Jump gefunden auf einem Dach. Und zwar hat uns die Kaffeebesitzerin erlaubt, hier auf dem Dach alles ein bisschen abzuchecken. Hat uns sogar eine kleine Führung gegeben. Wir haben aber hier direkt am Café einen Jump gefunden. Dominik will nämlich hier die Kong Tree auf die Mauer machen. Sehr eklig, weil wir hier diesen Baum oben haben. Wenn wir den Baum nicht ein kleines bisschen weghalten, wird der da safe im Kopf gegenkommen. Ja. Also schon eine sehr, sehr wilde Nummer. Aber Dominik ist der Mann. Auf geht's, Domi. Zeig uns das Kätzchen. Alter, rein ins Kätzchen. Zeig mal her. Hier wird die erste mexikanische Katze jetzt dressiert. Ready? Mucho pucho. Ja. Das ist fucking Jackie. Die Katze ist wohl dressiert. Alter, das Ding ist dressiert. Geil, Alter, die nächste Raubkatze wurde gezähmt. You told us the story about the guy that was nearly shooting on you. Yes, yeah, well, that happens because we haven't get a permission, so we just tried to explore in. That time when we climb up, we see this guy, like, looking for us. Instead of we ask, like, hey, what's up? We just keep it flipping and stuff like that. And they pull out a gun and say, you know what? You are not allowed to be here. What do? Yeah. You just freeze when you see a gun in front of you. Yeah. And we say, okay, we're going down. And they say, we're going down, but now. Also, ihr merkt, hier ist ein anderes Pflaster, also. Also hier werden direkt die Waffen gezogen, deswegen müssen wir euch ein bisschen aufpassen. Wir sind an einem neuen Spot angekommen. Die Managerhaare, die liegen nicht mehr so geil wie eben. Aber dafür geht's jetzt in ein geiles Edit rein. Ja! Alter, wie George aus dem Dschungel hat er sich da rumgeschlungen. Wie ein Äffchen, El Mono schlägt zu. Insane ist das. El Bossmann. Alter! Das war die Definition von einem Fullsend. Es ist inzwischen Abend geworden. Wir waren gerade noch mal im Supermarkt drin, haben uns ein bisschen ausgestattet, nämlich mit ein bisschen Essen und was ganz Besonderem. Wir haben uns nämlich eine ganze Tüte voller Habaneros gekauft und die werden natürlich brüderlich unter allen aufgeteilt. Das heißt, jeder nimmt sich eine ganze Habanero und jagt sich die in die Kehle rein, bis nur noch der Schiel überbleibt. Habanero, Habanero. Dafür haben wir uns extra schon Safety Gear geholt, damit er da alles schön lupen rein über die Bühne geht hier. Genau. Wir haben uns nämlich auch hier beim Herrenausstatter ein wenig ausgestattet. Ich mit Hemd, Unterhemd drunter und auch Dominik sieht einfach nur schick aus. Buenos dias noches, amigos. Alrighty. Alter, die ist so klein, warte. Das ist eine männliche Männer. Hier, so nichts. 3, 2, 1, viva la Mexico! Quite bad now. Getting worse. Oh, fuck. Also, da geht schon gut was ab. Mhm. Oh, fuck. Der Schluck auf Kopf. Ah. Ah. Ah, das ist so krank.
Alter. Das geht nicht runter wie eine Coca-Cola. Nee. Wenn ich so scharf ist, kann nicht reden, weil es tut beim Reden noch mehr weh. Alter Leute. Ah, das tut so weh. Alter, ich bin komplett am Heulen. Leck mich am Arsch. Das ist so gut. Alter, die Megan hat's wieder gemacht. Die Nacht, die wird hart. Die Nacht, die wird hart. Jetzt gerade ist es einfach nur scharf, aber die Nacht, die wird schlimm. Weil dann brennt's im Bauch und im Arsch. Die Menge macht's halt wirklich bei Schärfe. Boah, insane. Wir haben ja schon verdammt scharf gegessen. Und für mich hat es sich gerade wirklich fast wie eine Millionskopie angefühlt. Insane. Erster Tag, erster Cent hier mit der ganzen Gruppe. Das kann nur noch geiler werden. Bin sehr, sehr hyped. Erster Tag war in Ordnung. Gleich geht jetzt schlafen. Aber alle sind, wie gesagt, sind angeheißt, angefettet. Sind angeschärft innerlich. So, es ist mittlerweile 23.30 Uhr und wir müssen Schlafplatz suchen. So wie das in Gran Canaria aufgehört hat. Natürlich irgendwo und nicht im Hotel. Besonders nach dem Ratschlag von dem Local, beziehungsweise von seiner kleinen Story, da er hier mit den Knarren bedroht wurde. Ist ja natürlich eine verdammt geile gute Nacht geschehen. Wenn man hier auf den Dächern Cancun pennt. Wir gucken mal, was wir so finden. Ein bisschen Schwung hast du immer dabei. Also mal gucken, wie das ausgeht. Da ist das Gebäude der Begierde. Erster Versuch, hier oben aufs Dach kommen. Aber ist schon ziemlich auffällig gerade mit Licht. So auffällig hier, vor allem weil hier sehen alle von der Straße aus. Hier vorne ist rechts ein Security-Stützpunkt nämlich. Alter, diese scheiß Warnweste, die ist doch auch verdammt auffällig. Das ist doch scheiße soweit. Wir bauen uns hier gerade einen Sichtschutz, weil der einzige Eingang zu dem Ding ist dieses Teil. Stellen wir ein bisschen was vor, dann werden wir ja nicht gesichtet. Ist das eine Scheiße. Alter. Guckt euch das an, das ist bombensicher. Hier sieht uns überhaupt keiner. Also hier sind wir sicherer denn je. Und damit gute Nacht. Das war wirklich ein überragender Schlafspot, den wir haben. Und wir sind wieder hier am altbekannten Spot, dem Hotel. Gestern hat es ja alles nicht geklappt hier, aber wir haben einen Sandhaufen ausgespäht und der wird heute abgehakt. Um die 10 Meter werde ich da jetzt runterjagen. Und genau, wird wieder eine Mission. Die Jungs gehen alle auf Filmposition und wir müssen uns irgendwie reinsnicken, ohne dass die Security uns hier catcht. Ein Typ war eben schon da und hat uns gespottet. Ich hoffe, der macht gleich keine Probleme. Aber jetzt geht's da rein. Yeah. That is so funny. Ja, der geht zur Straße und dann hoch. Okay, keiner da? Okay. Hier vorne wäre ein Sandhaufen, wo ich das Ganze mal preppen kann. Wir haben aber leider keine Zeit dafür. Das heißt, ich muss seit 2 Jahren der erste Sandhaufen sprungen und der erste ist direkt vor 10 Meter. Da oben. Alter, für uns ist hier auch eine Mission, bis zum Filmspot zu kommen. Müssen wir auch durch die Security snitchen, hier entlang. Hat's not sent? No. Oh, fuck. Fuck. The shit. Okay, I think that's here for this one. It's fine. Yeah, it's alright, yeah. But you might just slide into that wooden thing, though. Fuck, my wrong side. I always slide on my right side. Be careful with his nails, all the wooden things. Yeah, fuck. Slide into a nail. Alright. Okay, die Landefläche ist wirklich nicht optimal. Hier ist nur ein kleiner Bereich, in dem man landen kann. Hier ist Holz, da vorne ist Holz und hier ist eine Menge Holz. Das heißt, es muss wirklich ein Präzisionssprung hier vorne in den Sandhaufen sein. Der Aufprall ist schon hart von 10 Metern. Deswegen muss es auf jeden Fall in die Schräge sein, sodass man direkt mit dem Sand mitrutscht. Okay, von hier außen sieht das schon nach einem fetten, fetten Ding aus. Aber die Jungs bereiten sich, glaube ich, gerade vor, gehen hoch. Wir sind ziemlich angespannt hier, wir alle drei Kameramänner von außen. Alter, das wäre der erste absolute Fullbanger hier in Mexiko.
It always looks different when you're up there. Scheiße, hier einen Meter nicht hochgehen, muss ich auch wieder runterspringen. Kommen wir da hoch? Ja, hier ist eine Leiter, aber wir müssen ein bisschen gucken wegen Security. Das hier ist so ein abgesperrter Privatbereich für Leute, die hier eine Wohnung haben. Die haben einen eigenen Security Service und eine private Straße. Also beste Voraussetzung, um hier Stress zu kriegen. And this woman is also looking. Ich glaube, wir müssen ja wirklich auf Inkognito agieren, weil die ganzen Leute uns schon anschauen und die Security Lady dort uns gestern erst gekickt hat. Heißt am besten so tun, als machen wir ein paar Fotos für Tinder. Oh fuck, go down, go down, go down, go down. Yeah, fuck, he saw us. Yeah, should we just jump? Yeah, let's go. Okay. Und einfach springen. Ja? Ja, dann sieht er, was wir vorhaben wenigstens. Ja, ja, hier ist Sinas. Okay. Okay, er hat uns gesehen. Ja, yeah, but I think it's fine. Yeah, we will come down. This is crazy, yeah, dude. Okay, it's high, but it's possible. This is insanely high. I will do it, I will do it. Let's go. Nicht lang schnacken, vor uns der Security-Typ, ich stelle mich jetzt auf und spring. Yeah, okay. Bist du bereit? Yeah, whenever you're ready. Yeah. 3, 2, 1, 10. Oh my! Yes! Yes! Oh my god! Das war krank! Alter, die Erde, Alter! Junge! Alter! Nice one! You liked it? Thanks. That's locked, so we know, man. Thanks, bro. We're doing parkour, so we want no trouble. No question, actually. Can we go? Okay. Also hier geht's runter und drüber, Leute. Der Security gibt den Daumen nach oben für den Sprung. Die Reaktion von dem Typen war wirklich überragend. Hat uns dann doch irgendwie die Erlaubnis gegeben im Nachhinein, nachdem er gesehen hat, dass wir wirklich nur sportliche Absichten haben. Die Jungs kommen jetzt runter. 10 Meter, also ich habe mir die Knie fast ins Gesicht gehauen, weil ich wirklich nicht auf meiner richtigen Seite landen konnte, sondern weil ich nur auf meinem Arsch gelandet bin. Jesus Christ, ey, fuck. Well done. I don't know. Digga, du hast dich da drauf gestellt und bist sofort rein. In der Luft sieht man dann auch erst plötzlich, wie hoch das dann wirklich ist. Und die Airtime merkt man dann. Die Airtime war insane. Alter, geil, Mann. Erster richtig geiler Sand hier in Mexiko. Aber jetzt geht's einfach nur noch weiter. Also ganz vertraut der Typ uns doch nicht. Er filmt uns jetzt, bis wir gegangen sind. Oh, fuck. Alter, das sah live wirklich anders aus. Der hat zwar schon mehrere gemacht, aber der war wirklich insane. Also das in echt zu sehen war, das kann man gar nicht nachvollziehen. Das ist so krank. Aber scheint alles chillig zu sein. Die haben da, glaube ich, hart gefeiert. Okay, nächste Security hat uns hier auf der Brücke abgefangen und zwar haben die dieses Mal gesagt, dass sie mich das zweite Mal erkannt haben. Beim letzten Mal bin ich da einfach nur auf die Wiese gegangen, dieses Mal bin ich da jetzt runtergesprungen. Die haben nämlich in so einer Art WhatsApp-Gruppe oder was auch immer, auf jeden Fall schicken die sich Handy-Videos die ganze Zeit zu, dass die alle Bescheid wissen, wen die suchen oder wer hier irgendwas gemacht hat. Und da haben sie mich jetzt einfach wiedererkannt und meinten, ich soll abhauen. Alle guten Dinge sind drei. Und Domi guckt sich hier einen fetten Armjump an. Da ich nicht der größte Wasserfan bin, habe ich halt wirklich absolut keinen Bock, da rein zu segeln. Wie gesagt, das Wasser ist anscheinend voll mit Krokodilen. Zumindest sind hier die Warnungen überall aufgestellt. Wirklich nicht sehr geile Voraussetzungen. Domi ist eh kein Riesenfan von Wasser. Deswegen ist die Wasser-Challenge nochmal für ihn eine weitere mentale Challenge. Hätte macht sich gerade schon mal bereit fürs Wasser. Genau, weil ich lasse mich jetzt mit einem menschlichen Katapult darüber schmeißen. Werde dann an den Pöller ranspringen, mich hochziehen und werde dann oben mal ein bisschen die Kante abchecken, weil das ist halt frisch gegossener Beton. Das heißt, überall sind da scharfe Kanten oben drauf. Dann will ich das ein bisschen abklopfen. Ja, wahrscheinlich im Wasser auf Dom warten. Warum auch immer im Wasser, aber ich habe auch reinzugehen. Okay, wir preppen jetzt einmal den Katapult, damit Esse da gleich entspannt rüberfliegt. Ja, yeah, like this. And then like this, ja. Yeah. Zack. So. Okay, 3, 2, 1. Ja. Alter. Ja, jetzt muss ich noch zielen und das Ding auch noch nicht verfehlen und mich oben die Eier aufhauen. Ja. Ich bin erstaunt, dass ihr beide gleichzeitig geworfen habt, weil normalerweise ist bei sowas, bei so runterzählen, immer so, dass einer bei 1 wirft und der andere bei 0. Yeah. 3, 2, 1. Fucking hell. That Jesus was Christ. Fucked. I forgot that we jump on one. Da war er, der Alter. Ich hab nur drauf gewartet, dass es passiert. Irgendeiner verkackt das Ziel. Das ist jedes Mal so. Can we do it on zero, please? That was fucked. I thought he was about to go head first into the fucking rocks. He was close. Yeah. Shotgun perfect. Yeah. 3, 2, 1. Go!
Yes! Ja! Let's go! Das macht ihr gut! Junge, da kommst du zurück, ey, und da siehst du was Geiles. Der Ehrenmann säubert dir die Kante für mich. Alter, ist das geil. Okay, gleich geht's los. Ette springt jetzt ins Wasser, da drüben ist schon wieder die Security. Die Security filmt uns schon wieder. Aaron will als erstes machen. Macht sich bereit. Go, Aaron! Komm! Komm aus, Sandy! Ja! Oh! Alter, das war ein Full Send. Full Sprint ist er da reingejietet und komplett zusammengeklappt und einfach hingeklatscht. Insane. Ja, die Landung ist jetzt leider ein bisschen nass geworden. Alter, das gibt mir nicht die Confidence, die ich gebraucht habe. Hätte, irgendwelche Krokodile? Nee, bisher nicht, aber ich halte aus, Leute. Keine ruhige Sekunde in dem Gewässer. Aaron gibt dem Ganzen jetzt noch einen zweiten Versuch. Nach dem Fail hat er jetzt ein bisschen Schiss, den durchzuziehen. Absolut verständlich. Ist schon nicht so geil, da reinzufliegen. Was? Checkst du noch, ob wir Krokodile sind? Ich sehe keiner. Okay, gut. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr welche seht. Ja, let's go, come on! Yes! That is so hard to get. Genau das gleiche Problem wie gerade. Die Beine, glaube ich, wieder ein bisschen zu hoch gehabt und dadurch einfach zu dolle Rückenlage gehabt. Insaner Impact. Alter, der fliegt da 6 Meter durch die Lüfte und muss das Ganze dann absorbieren gegen eine Wand. Und dann wirklich an dieser relativ kleinen Kante oben greifen. Geisteskrank. Okay. Dominic maybe can't, he's a big boy. I'm have to pulling it a day for that. Yeah, I mean, fucking well done for the sense. That's techie. Thanks. Fetten Respekt an Aaron. Also den zweimal so auf den Rücken zu taken, ist schon krass. Dom hat gerade gesagt, er will machen. 1 Minute. Domi fühlt sich schlapp, ich fühle mich auch tatsächlich schlapp. Ich weiß genau, was er hat und da hilft nur noch eins gegen. Komm, jetzt komm. 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 Hier? Ja. Okay, komm. Ja. Mal einmal noch. Komm. Komm jetzt, komm. Alter, die zweite, die war brachial. Die hat bis nach Tulum geknallt. Alter, jetzt werden wir hier mit Waffen das erste Mal bedroht. So far they seem kind of nice, they just want our passports. And they told us no jumping anywhere in Cancun. Yeah, no jumping, no swimming, no nothing. We can just walk in Cancun apparently. Wir sind zurück am Spot von gestern, wo Domi die Standing Kong Pre auf diese Schräge gemacht hat. Von da nach da. Und hier vorne ist ein richtig krankes Gap. Von hier der Absprung komplett darüber auf das Dach. Jan will rüberspringen, ist sich noch nicht sicher, was genau er machen will. Aber es ist ein richtig geiles Gap. Das größte Problem an der Nummer ist, dass genau das Haus ist, wo die anderen schon mal mit einer Knarre bedroht wurden. Das ist eigentlich das angsteinflößendste von allem hier, ey. Verdammt. Also hier läuft ein Verrückter mit einer Knarre rum. Ist halt einfach anders in Mexiko, das Ganze. Alter, jedes Mal beim Anlaufen gucke ich auf diese scheiß Bude von dem Typen. Ich habe mir wirklich noch nicht einmal gescheit auf das Gap konzentriert. Immer nur auf My Driller mit Knarre. Ja, schon brachialum. Wir gehen jetzt einmal rüber zu dem Dach und gucken, ob das wirklich stabil ist. Sieht sehr stabil aus, also nach einem fetten Betondach. Aber trotzdem wollen wir einmal gucken und auf Nummer sicher gehen. Ich check jetzt einmal, ob das Dach stabil ist, weil das wäre das Worst Case. Wenn man dann drauf springt, ein Ding einbricht, weil dann hast du wirklich einen Kopfschuss. Und das ist der erste und leider auch der letzte in dem Fall. Oh, oh. Passt. Das Ding ist sowas von stabil. Das könnte als Kruppstahl des Betons betiteln. Die ganzen Sorgen sind wie verflogen, weil Jan seine sichere Weste anhat. Definitiv schutzsicher. Schusssicher. Da rennt er. Ja, damit kann ihm gar nichts passieren. Also alles easy. Okay, jetzt kann wirklich nichts mehr passieren. Boah, die gibt sogar Sprungkraft. Rollen kann auch. Alter, die gibt dir Sprungkraft, das habe ich doch gesehen hier. Ja, Mann. Okay, send it. Direkt rein. Da bist du safe drüben. Mit der Weste kann hier nichts passieren. Der Weste kann ich im Handtuch landen. Komplett safe. Da kann der Typ kann mit der Waffe schon auf dem Dach stehen. Alter, der kann mir ins Herz schießen. Kann gar nichts. Die prallt ab und ihm wieder ins Auge. Alter, so ein Ding. Vor, zurück, reinscheppern. Okay, send it.
Shotgun perfect. 3, 2, 1. Yeah! Geil! Alter, wie geil ist das, Mann? Alter, so solide, einfach weggestompt, das Ding. That was really good, yeah. Fucking nice. Jesus, man. That was nice. Und jetzt die Gunshots. Jetzt Applaus, auf Mexiko-Style. Wenig. Alter, mit der West kann ja gar nichts passieren, oder? Alter, ich hätte die Weste unter meiner rechten Hacke gebraucht. Die ist nämlich mies geboost, glaube ich. Weil das Dach war es halt so. Krieg, ja. Übelst draufgeballert. Alter, Bro, das war krank. Ein Full Send musste jetzt einfach Alter, mal wieder das sein. War's wert. Aber hab gekackt. Ja, ja. Ich habe eine 10er-Packung Ibuprofen 600 Alter. Mit, da geht überhaupt nichts mehr schief. Ich bin jetzt halt, was die anderen erzählen, ob da noch irgendwie Konsequenzen von gab. Ja, nein, Alter. Du bist so schnell da rein. Übelst schnell committed. Ja, der hatte auch einfach pure Angst. Der hatte, ist um sein Leben, hatte da geflippt gerade. Ja, aber mit der Weste konnte da nichts passieren. Also. Nee, das war safe. Ist ja schon sicher. Ja. Dann, als er die Weste anhatte, war alles easy. Also. Davor hatte er ein bisschen Angst. Geil. Dann nicht mehr. Nächstes Mal kriegt er auch noch Schwimmflügel. Lo último que se pierde, aunque a veces me cuesta encontrarte. Eres la sensación de fe que las cosas van a salir bien. Y la motivación que alienta mi alma. Y me da razón. Esperanza, te espero. Esperanza, esperanza, te espero. Alter Lachs, was ein geiler erster Vlog. Also absolute Achievements mal wieder. Richtig fetten Sand auf den Sprung. Jan hat einen richtig geilen Flip über Skip geworfen. Einfach nur wild. Wir sind jetzt hier in Tulum angekommen nach der geilsten Busfahrt, die ich je erlebt habe. Haben fettes Airbnb erwischt. Pool, alles dabei. Mexiko, ersten Tage, sehr, sehr geil. Bin schon hyped, wie es weitergeht. Das war's für die erste Episode. Mittwoch geht's weiter, also alle einschalten. Und das werdet ihr nächste Woche sehen. One, send it. Ich hab gedacht, du stirbst, kommst schon im Tod an. Heute muss er gesendet werden. Sendet! Hier, ich raste hier gleich aus. Ich muss echt aufpassen, glaube ich, hier keinen Kopfschuss zu erlangen. Weil die Lage ist so ernst wie noch nie. YouTube-Kanal, wie gesagt, komplett gehackt. Alter, mitten im Bus sind wir hier gerade. Und wir haben die geilsten Mexikaner überhaupt kennengelernt. Auf dem Weg nach Tulum. Hola, mi amigos. Geiler Typ bist du. Um einmal zu verdeutlichen, wie ernst denn das hier wirklich ist. Also die kommen hier direkt mit hier Hundertschaft oder so an. Keine Ahnung, wie das hier bei denen heißt. In voller Montur. Absolut wild. Dominik! Wo bist du? Dominik! Like something like this, but she has the same kind of humor like us. Oh, Michael,